Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ebbe und Flut Box von Jesus. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ebbe und Flut, das Debütalbum, das erste Soloalbum von Jesus. Es gab ja schon diverse Releases von 187, Sampler bzw. High und Hungrig mit Bones. Und jetzt kommt Jesus mit seinem Soloalbum Ebbe und Flut. Das Ganze hier in diesem Schwarz-Gold gehalten. Und wenn man es hier leicht ins Licht hält, sieht man, also die Box ist echt heftig von der Detailarbeit. Da sind überall so kleine Bilder und Zierrahmen, Leisten, also da wurde sich was überlegt vom Design. Und der Seite ebenfalls, auch wieder hier mit dieser Detailarbeit. Ebbe und Flut. Oberseite wieder diese kleinen Bilder. Und auf der Rückseite haben wir die Infos, was sich in der Box befindet. Wir haben an Inhalt eine Mütze, einen Schal, die Bonus-EP und Sticker. Natürlich ist auch noch das Album drin, aber das ist hier anscheinend nicht aufgelistet worden. Okay, relativ prall gefüllt die Box, denn, wie wir bereits gehört haben, einmal die Mütze, dann haben wir zwei Sticker, die Bonus-EP, das Album an sich und der Schal. So, wie immer fangen wir an mit dem Album. So sieht das aus. Gefällt mir extrem gut, das Cover. Also hier Jesus mit einem mehr oder weniger bösen, wütenden Gesichtsausdruck. Dicke Kette und zutätowierter Oberkörper, so wie man den Mann kennt. Und hier haben wir die Info, dass das Album komplett von Jam Beats produziert wurde und 15 Tracks. Jetzt dachte ich kurz, hier wäre ein Kratzer und Schnitt, aber das ist natürlich das Auto. Okay, wir haben Features von Rata, Hannibal, Bones MC, Maxwell, nochmal Bones, Contra K, Saphir, nochmal Bones, nochmal Saphir. Von den Tracks, die wir jetzt hier aufgelistet haben, ist mein absoluter Lieblingstrack Kommt zu 187. Alleine weil der Beat einfach ja, extrem mächtig ist und gut dazu passt. Jam Beats generell ganze Arbeit geleistet hat auf diesem Album. Es ist ein Digipack, das heißt, wir haben das Booklet hier vorne drin stecken und hier noch einen Mittelfinger von Jesus. So, und wenn ich es richtig sehe, können wir dieses ebenfalls als Poster aufklappen. Schauen wir gleich mal. Jawohl, ups. Also, wir haben hier das Booklet auch als Poster verwendbar. Im quadratischen Format, Jesus und das Cover, das Coverbild. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal Jesus im Wagen sitzen, Querformat, Ebbe und Flut. Und hier unten haben wir noch die Infos, also die Album-Credits, die Feature-Gäste und die anderen Credits etc. Also ein sehr ungewöhnliches Booklet. Ist die Frage, wie... Ja, egal. Gehen wir es jetzt einfach wieder so rein. So, dann haben wir zwei Tonträger. Und zwar einmal das Album, also die Standard-CD und einmal die Instrumental-CD. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir die Ebbe. Und auf dieser Seite die Flut. Von der Farbe genau umgekehrt, also diese in schwarz, gold, schwarz, gelb gehalten und diese genau umgekehrt in gelb, schwarz. Hier nochmal in gold, weiß. 187 Straßenbande präsentiert Jesus, Ebbe und Flut. Dann haben wir die Bonus-EP. Jesus, Ebbe und Flut.
Und hier haben wir nochmal 5 Tracks, ebenfalls alle produziert von Jam Beats. Und hier auch wieder Features von Maxwell Bones. Also wirklich komplett innerhalb der Gang. Ebenso wie auch schon die anderen zwei CDs. Sieht die Bonus-EP aus vom Design her. Und ihr seht schon, hier in dieser Detailarbeit sind irgendwelche Sachen verarbeitet, die mit Jesus und mit seinem Leben zu tun haben. Also wir haben hier zum Beispiel Badeschlapfen, Adiletten, Butterfly-Messer, irgendwelche Grafiken und Logos von Hamburg, vom Hafen. Also sehr, mit sehr starkem lokalen Bezug zu Hamburg. Gut, dann haben wir die zwei Sticker. Nochmals das Cover als quadratischen Sticker. Extrem gute Qualität, scharfe Fotoaufnahme. Und dann hier noch der Schriftzug bzw. das Logo Jesus, Ebbe und Flut, ebenfalls quadratisch. Und dann haben wir die zwei Kleidungsstücke, nämlich den Schal und die Haube. Die Haube sieht folgendermaßen aus. Ebbe und Flut 187, bestickt. Schauen wir mal. Okay. Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht hier einen Zettel vorfinden, aber ist nicht der Fall. Egal. Also die Haube ebenfalls in der Schwarz-Gold-Optik. Und dann haben wir, um das Ganze zu komplementieren, den Schal. Und auf diesem lesen wir 187 Straßen Bande. Und an der Seite haben wir dann schwarze Fransen. Und hier nochmal die Striche bzw. die Wellen für Ebbe und Flut. Und auf der Rückseite haben wir nochmal 187 Straßenbande. Und hier quer drüber die Riesenkette von Jesus, die 187 Kette. Also für welche Seite ihr euch auch entscheidet, sind beide auf jeden Fall gelungen. Wir schauen uns mal kurz an, wie das im Detail aussieht, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier die Haube, Ebbe und Flut in diesem Orange-Goldton. Und dann haben wir den Schal. Wie gesagt, auf zwei Seiten zu verwenden. Allerdings habe ich mich jetzt für die Kettenseite entschieden, weil mir die deutlich besser gefällt. Hier noch 187 Straßenbande auf beiden Seiten. Und hier die Kette quer über den Schal. Gefällt mir richtig gut, der Schal. Gerade mit der Haube in Kombination. Hätte man vielleicht da auch noch denselben Farbton machen können, aber das sind Kleinigkeiten. Sieht auf jeden Fall gut aus und ist perfekt für kalte, regnerische Winter. Und wie immer fassen wir zum Abschluss zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal die eben gezeigte Haube, dann diesen Schal. Perfekt im Set zu verwenden. Die zwei Sticker, einmal Jesus Ebbe und Flut Sticker und einmal das Cover als Sticker, beide quadratisch. Dann haben wir die Bonus-EP mit 5 Tracks und das Album im Digipack mit der Standard-CD und den Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box. Wenn ihr die Musik feiert, wenn ihr einen guten Mann unterstützen wollt, Links, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.